Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play. Pokémon Mystery Dungeon, Erkundungsteam, nein, Portale in die Unendlichkeit. Was war unser Ziel? Genau, stimmt, wir wollten jetzt erstmal die Jobs abgrasen hier, ne? Genau, wir haben E7 das Item Rätselbox finden als ausgewählte Mission. Ich bin jetzt mal echt gespannt, ob wir alle Missionen gleichzeitig erledigen können oder nicht. Das interessiert mich auf jeden Fall. So, wir kommen jetzt in Hainhöhle, genau. E4, E5, E7 und E7 war was. So viel weiß ich. Okay. So sieht das Leveln aus. Das ist interessant. Silberblick geht gar nicht zum Beispiel, okay. Das ist... okay. Okay, da ist noch irgendein anderes Pokémon. Stimmt, wir haben jetzt... oh! Ja klar. Ich möchte keinen Spitznamen eingeben. Ja, okay. Cool, wir haben jetzt einen Flapdrix im Team. Das ist... kann ich das jetzt auch schon? Warte mal. Hier, Jobmenü. Nee, wir haben wirklich nur die eine Quest. Jobmenü. Memo. Jobmemo. Anderes... nee. Kann ich dich Rückkehr zum Paradies zurückschicken? Ja. Ah, cool. Okay, das geht. Das ist schon mal sehr geil. Teamfähigkeiten. Keine. Taktikwahl. Ach genau, bitte auch noch mir nachwählen. Genau, dankeschön. Einmal Drachenwut. Ja, was ist jetzt unser Plan? Ich weiß es noch nicht genau. Ja, machen wir, komm. Schön ruckzucki. Ich möchte gerne noch mal kurz die Attacken. Emolga. Ruckzucki, Donnerschlag, Funkensprung, Doppelteam. Kann alles eigentlich anbleiben, würde ich sagen, ne? Ja, unser Ziel jetzt erstmal ein paar Jobs machen, bis die Story weiter vorangeführt wird. Würde ich jetzt mal sagen. Und ich finde es schade, dass wir wirklich nur einen Job gleichzeitig machen können. Das finde ich echt nicht cool. Das finde ich doof. Tatsächlich. Aber naja, was soll's. Kann man jetzt nichts gegen machen, würde ich sagen. Ups, schon besiegt. Oh, hier ist nichts, okay. Müssen wir so akzeptieren. Wie gesagt, finde ich doof. Weil man dadurch halt echt nur einen Job machen kann. Und ich weiß nicht, irgendwie... so, wir haben ein Spezialband gefunden. Irgendwie finde ich das... weiß ich nicht. Finde ich doof. Erhöht Spezialangriff. Das ist doch am besten für Teddy, oder nicht? Mit Glut und so, oder Emolga? Ne, Emolga ist, glaube ich, besser. Wegen den ganzen Elektroattacken, die es hat. Teddy hat ja nur eine Spezialattacke. Zack. Okay, vielleicht mache ich Doppelteam doch noch weg. Ich weiß es nicht. Ja. Mal gucken. Und Drachenwut. Ja, also das mit den Quests, ich fand ich auch schon wieder... also es gibt ja viele Punkte, die ich in Mystery Dungeon 1 und 2 besser fand. Das ist eins dieser Punkte. Oder einer dieser Punkte. Dass, man keine Jobs mehr, also keine mehrere Jobs gleichzeitig machen kann. So. Ich weiß auch nicht, irgendwie... ich find's doof, vielleicht wird's auch nur anders angezeigt und man kann mehrere Jobs machen. Bin ich mal gespannt. Wäre natürlich gut. Aber... ich bin mir irgendwie momentan gar nicht so sicher. Ich hab das Gefühl, das könnte... nichts so sein. Aber sehen wir ja gleich. Auf E4 hatten wir ja auch irgendwas, wenn da gleich steht, jo, Zielebene hast du erreicht. Oder so. Dann wird es ja so sein, dass wir trotzdem gleichzeitig alle Jobs machen. Aber... ja, wenn das nicht so ist, dann finde ich das tatsächlich echt ziemlich... doof. Sag ich mal. So, oh, er hat Geduld an. Mach ich einfach mal so.
Okay, dann mache ich jetzt Gewissheit, komm. Oh, okay. Oh, ein Kindwurm. Kindwurm würde ich gerne im Team haben wollen. Komm schon. Oh, das wäre eigentlich auch ganz cool, aber wir haben schon halt einen Drachen. Das heißt, noch einen Drachen, würde ich nicht als komplettes Teammitglied nehmen. Das wäre... Oh, ein Kekleonladen. Okay. Was haben wir hier? Zinkband und ein Plosivsamen. Was ist das hier? Pirsifbeere, ne? Nee. Okay, dann brauchen wir davon nichts, aber okay, cool. Die Kekleonläden gibt es also auch noch in den Dungeons. Das finde ich sehr, sehr geil. Tatsächlich. Ja, Paralyse ist okay. Wir haben kaum noch Gewissheit, merke ich gerade. Alter Vater. Oh, Gewissheit ist ein Level abgekommen, wie es aussieht. Okay, immer noch paralysiert. Nicht mehr paralysiert. Okay, hier ist nichts. Tun uns gerade ein wenig schwer, tatsächlich die Treppe zu finden, ne? Hallo. Hallo. Danke. Ich würde gerne treffen, ey. Zuerst mal einen Schritt nach oben. Oh, der hat deinen... Alter, wie viel ist meine Genauigkeit jetzt gesunken? Holy shit. Okay. Genauigkeit wieder normal. Alter Vater. Ich habe nur Lehmschelle reingeböllert bekommen gerade. Also so ein Glibunkel im Team wäre auch cool, oder? Da ist ja auch wieder ein Kampf und wir haben später schon einen Kampf. Mann. Obwohl, da bin ich auch noch gespannt, wie das aussieht mit der Entwicklung später. Das, ja, ist ja bisher auch noch nicht irgendwie, ne? Wissen wir ja noch nichts von. Tarnpignon. Ja, klar. Kommst gerne ins Team. Spitznamen. Nö. Nö. Verdammt. Ups. Ja. Ja, ich bin sicher kein Spitznamen. So, für den Kampf kann Tarnpignon gerne noch hierbleiben. Ja, gut. Wenn's Geduld einsetzt, ist natürlich, ne? Statistik, Tarnpignon, bitte Rückkehr. Ja. So, also viel passiert heute ja nicht in dem Part, ne? Wir machen halt nur die Quest. Wir haben E4 erreicht. Was war der... Ups, shit. Sonst war immer auf L und B, soweit ich weiß, oh, wie heißt es? Mir fällt's nicht ein. Oh nee. Hallo. Der, Dungeon Lock. Der Text Lock. Okay. Oh. Geh mir nicht auf die Nüsse. Genau, mach du das mal, Teddy. Danke. Ich würde gerne die ganze Ebene einmal abchecken, um zu sehen, okay, haben wir die Quest oder nicht. Aber momentan scheint es halt so, also, warte mal, den Lock hatten wir doch hier irgendwo, ne? Job Memo Items oder anderes. Dungeon Text Protokoll. Gelohnt. Lichtel. Er leidet Brand. Oh, das ist jetzt schon ewig her, ne? Shit. Boah, jetzt weiß ich nicht, als wir die Ebene betreten haben, ob das da stand oder nicht, dass wir irgendwie eine Zielebene erreicht haben oder so. Verdammt. Ich weiß auch gar nicht, was wir auf dieser Ebene machen müssen. Ich glaube einfach nur ein Pokémon finden? Ich weiß es gerade echt nicht. Ich hoffe, ich habe einen Top-Elixier dabei. Mit Kratzer mache ich echt wenig Schaden, ne? Mitglieder deines Teams befinden sich mit im Einklang. Je mehr Kämpfe sie gemeinsam, desto besser sind sie aufeinander abgestimmt. Wenn Mitglieder deines Teams in einem Symbol oben, dann halte L gedrückt und berühre das Symbol auf dem Touchscreen, um eine Teamattacke auszulösen. Was ist denn die Teamattacke? Haben wir da eine ist das eine Taktik? Teamfähigkeiten? Nee. Ich mach das gleich gerne mal, wenn wir irgendwie zusammen gegen ein Pokémon kämpfen oder so. Das ist ja auch was Cooles.
Genau, ja, ja, das mache ich gleich. Einmal kurz hier runtergehen. Und jetzt mal, warte, ich muss das wirklich auf dem Touchscreen machen. Erst wieder eine Teamattacke erneut über den Einklang. Ach so, okay, das ist ja alter Vater. Das ist eine coole Neuerung. Das muss ich sagen, das ist eine sehr, sehr coole Neuerung. Eine Teamattacke innerhalb eines Dungeons. Oh, das ist schön. Das ist sehr, sehr nice. Kriegt man nochmal eine Belohnung, wenn man wirklich als Team in einen Dungeon geht und den clearet. Das ist sehr, sehr cool. Das gefällt mir. I like that. Und wie es aussieht, haben wir wirklich nur diese eine Mission am Laufen. Ja, okay, das finde ich doof. Tatsächlich. Das finde ich tatsächlich sehr doof. Ja, es kommt auch kein hier Zielebene erreicht oder so. Das finde ich echt doof. Vielleicht kann man das noch irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht geht das doch, dass man das noch irgendwie macht, also mehrere Missionen gleichzeitig. Muss ich mich mal erkundigen, aber das ist ja echt doof. Wenn das tatsächlich gar nicht funktionieren sollte, dann bin ich echt enttäuscht davon. Das war immer was sehr, sehr Cooles, fand ich. Dass man halt so, man konnte so 5 Quests oder so Missionen auf einmal haben und dann so alle an einem Stück abgrasen oder so. Weil ich halt, ich weiß nicht, ich bin nie für eine einzige Mission in den Dungeon gegangen, so. Außer ich musste halt nur kurz eine erledigen, um dann die Story voranzuführen. Aber sonst nie. Und das fand ich auch immer unnötig. So. Ich habe mir immer mehrere Quests geholt. Ja, in der sich die Rätselbox befindet. Okay, alles klar. Spezialband hat einer aufgehoben. 40 Poker aufgehoben. Okay. Zinel wäre aufgehoben. Alter, wie viel hebt ihr denn auf, Leute? Das Spezialband hätte ich ganz gerne. Das könnte ich dann einem Teddy geben. Tatsächlich. Was ist das denn hier für eine Ebene? What the fuck? Hallo? Okay, wir haben keinen Drachenwut mehr. Oh, ich mach Emolgas Doppelteam gleich weg. Das ist mir zu doof. Doppelteam ist mir zu blöd. Um ehrlich zu sein. Statistik. Emolga. Doppelteam. Ach nee, oh, das ist ja bei Attacken. Attacken. Emolga, Doppelteam, aus. So, hier haben wir schon mal die Sinelbeere. Oh, ein Kindwurm. So, gucken wir mal unsere Attacken an übrigens. Kratzer ist auch bald Level Up. Okay, das ist ja schön. Was ist... Ist es schon Level Up gleich, oder... Ich guck mal kurz bei Gewissheit. Einmal kurz eingesetzt. Er hat wieder einen Strich mehr, okay. Kratzer. Ist aufgestiegen oder wie jetzt? Komm damit noch nicht ganz klar, glaube ich. Gewissheit. Und nochmal Kratzer? Ja, wirklich mehr Damage macht es nicht, ne? Da ist die Rätselbox. Sehr schön. Mitnehmen. Cool. Das fand ich gerade cool. Diese Animation mit gut gemacht. Mit Bravour erledigt. Schön. Ui. Du siehst cool aus eigentlich. Als Pokémon, doch. Doch, doch. Danke, dass ihr das Item Rätselbox für mich besorgt habt. Hier ist der Lohn für eure Mühen. 200 Poke. 1 Stück des Items Heilsamen. 1 Stück des Items... Oh, Defense Schal, das ist cool. 1 Stück Fragia-Beere. Okay. Am nächsten Morgen. Guten Morgen, Doki. Auch heute werden wir wieder unser Bestes geben. Möchtest du deinen bisherigen Spielstand speichern? Nee, noch nicht. Denke mal, wir werden diesen Part jetzt eh nicht mehr so viel machen. Oh. Streipoli! Was gibt es, Streipoli? Die Würfel sind gefallen. Ab heute werde ich meinen eigenen Laden betreiben. Was sagst du da?
Ich habe vor, wieder ins Baugewerbe einzusteigen. Diesmal will ich es aber sauber aufziehen und keine krummen Dinge mehr drehen. Außerdem möchte ich bei euch... Was? Möchte ich mich bei euch auch irgendwie erkenntlich zeigen. Daher dachte ich, es wäre am besten, wenn ich meinen Laden in eurer unmittelbaren Nähe aufmache. Zumindest ist das die offizielle Version. In Wahrheit will er ja nur noch... nur seiner geliebten Viridium möglichst nah sein, alles klar. Ihr miesen Kleinen! Wehe, wenn ich euch in die Finger kriege! Ah, Hilfe! Ja, das musste sein! Damit wären wir diese Quälgäste los! Hey! Wenn das nicht der gute alte Strepoli ist! Zurogex! Ich hoffe, ich schreie nicht zu sehr, Leute. Hey, sag mal! Seit wann gibst du dich mit solchen Nieten ab? Das musst du gerade sagen! Was hat jemand wie du überhaupt hier verloren? Hey, du! Hör mal! Es ist ja nicht so, als hätte ich das gerne getan, aber ich hatte eben keine Wahl. Nicht alle haben es so leicht im Leben wie du. Oder glaubst du etwa ernsthaft, dass mein Traum ist, an diesem elenden Ort zu versauern? Alles klar. Oh. Weil ist ja wirklich so einiges im Magen. Ich weiß zwar nicht, wo genau der Schuh bei dir drückt, aber sei's drum. Nun, was wollte ich noch gleich sagen? Ja, genau. Vom heutigen Tag an werde ich hier meinen eigenen Laden führen. Ihr habt doch nichts dagegen, oder? Aber wo denkst du denn hin? Ich bin glücklich, dass du wieder Gefallen an deiner alten Arbeit gefunden hast. Hey! Ich dachte mir schon, dass du so etwas sagen würdest, Teddy. Zumindest habe ich es gehofft. Denn mein Laden steht schon, um genau zu sein. Was? Er steht schon, um genau zu sein? Ah. Wie bitte? Tada! Mein Laden, ich nenne ihn Streb... Mein Laden, nicht Laden. Ich nenne ihn Strepoli & Co. Dann bleibt dir die Spucke weg, was? Ab heute werde ich mich hier als Baumeister so richtig ins Zeug legen. Nun ja, ich werde es zumindest versuchen. Ist schon eine ganze Weile her, seit ich zuletzt den Hammer geschwungen habe. Daher könnte es sein, dass ich ein klein wenig eingerostet bin. Ach was, sag sowas nicht. Wer hat denn uns denn bitte schön unser neues wind- und wetterfestes Zuhause zusammengezimmert? Du doch wohl, oder? Ja schon, aber... Ich fürchte aber, dass ich noch einen Chunken zulegen muss, wenn ich mit dieser Arbeit meine Brötchen verdienen möchte. Jeden Tag gebe ich mich von früh bis spät in der Zimmermannskunst. Aber es ist weitaus schwieriger, als ich anfangs gedacht habe. Wenn ich doch bloß etwas stabilen Efeu zur Hand hätte, dann könnte ich sofort wieder loslegen, wie früher aber. Das ist alles? Warum sagst du das denn nicht gleich? Wir besorgen dir im Handumdrehen deinen stabilen Efeu. Wirklich? Das würde ich echt für mich tun? Das versteht sich doch von selbst. Lass dich von solchem Kleinkram bitte nicht aufhalten und überlass es einfach uns. Kümmere dich lieber um dein Handwerk. Andererseits, wo findet man diesen stabilen Efeu überhaupt? Bin mir ziemlich sicher, dass man ihn als Lohn für erfolgreich abgeschlossene Jobs bekommt. Okay. Wenn ihr einen Blick auf das Infobrett dort werft, werdet ihr bestimmt einen Job finden, für dessen Erledigung euch als Belohnung ein stabiler Efeu winkt. Ihr braucht euch also nichts weiter zu tun, als den jeweiligen Job zu erledigen. Verstanden. Wir werden also einen Job erledigen, für den wir im Gegenzug einen stabilen Efeu bekommen. Und den dir dann sofort vorbeibringen. Okay. Lass uns gleich mal das Infobrett auf geeignete Jobs hin absuchen. Wir brauchen also einen Job, der mit stabilem Efeu belohnt wird. Und dann heißt es nichts wie los. Alles klar. Oh, ich hoffe, irgendwie Strepoli kommt nicht mehr so häufig vor mit Dialogen. Das Infobrett ansehen, ja. Okay, stabiler Efeu 2 und 1. Okay. Alles klar, gibt's jetzt nur stabile Efeu-Jobs? Was? Alles klar, okay. Was gibt uns denn am meisten Poke noch ansonsten? Hier 200 Poke am Start. Ja, hier sind noch ganz viele 200 Poke. Ebene 4, Ebene 4, Ebene 4. Das ist alles Ebene 4, das ist ganz nice. Ich würde sagen, dann nehmen wir einfach hier die Hainhöhle nicht. Nee, komm, da waren wir schon. Den Gebirgsfall. Nehmen wir mal die Kargschlucht, oder? Hier, nehmen wir mal, wo bin ich? Später erledigen. Ja. So, das passt. Dann kurz einmal, nein, die Jobliste angucken. Die Hainhöhle.
Die würde ich gerne später noch machen. Belebersamen Defense-Schal ist echt nice. Zinkband und Belebersamen, hier das Spezialband und so, das kann ich. Ja. Den will ich nicht mehr machen. Zinkband und so. Wir behalten es mal drin, aber gucken mal. Stabiler Efeu. Kriegen wir auf jeden Fall einiges jetzt bald. Das Strebulis Laden. Hier geht's nicht weiter. Okay, da würde ich ganz gern einmal noch in die Stadt gehen. Und danach beenden wir den Part, würde ich mal sagen. Vermeidungsboxknacker wurde geöffnet, okay. Geld. Einmal alles mitnehmen, bitte. Items. Ablegen. Eine Sinelbeere können wir ablegen. Pilsifbeere. Behalten wir mal eine vorsichtshalber. Das können wir alles weglegen und den vitalen Orb. So, was haben wir denn dabei? Wir hatten doch hier. Hatten wir nicht mal Schlafort, roter Schlüssel, Stopperort? Nee, das kann auch alles gelagert bleiben. Alles klar. Was hat denn der liebe Gag-Leon im Angebot? Sieh dich bitte ganz in Ruhe um. Belebersamen einäschern. Was ist denn die Attacke? Ah, Info. Fügt den Gegner Schaden und verbrennt die Nahrung. Nee. Strauchler ist ganz cool, aber wir haben halt nicht genug Geld, um irgendwie sowas zu kaufen. So, dann gehen wir nochmal kurz zu dem lieben. Nee, ihn nicht. Eigentlich ja hier hinten würde ich ganz gern hin. Aber der Laden hat noch nicht auf. Was hatte denn. Was war denn nochmal sein Laden? Hör mal her, es ist endlich soweit. Die Renovierung meines Ladens ist endlich abgeschlossen. Der Boxknacker hat sich offiziell wieder offen. Ach, das ist. Ah, okay. Oh, ich bin der Boxknacker. Bring mir eine Scherzbox vorbei und ich öffne sie für 150. Keine Schocksbox dabei. Wie? Ja. So. Dann würde ich sagen, gehen wir noch einmal kurz gucken, was Morlord so im Angebot haben könnte. Kapellanwalt Verwaltung. Außerdem verkaufe ich, ja. Okay. Nein, ich wollte nicht. Ja. Ist immer noch richtig so. Ja. Teamzusammenstellung ist normal. Passt so. Würde gerne einkaufen. Kaufen. Was hast du denn so alles? Ein Belebersamen. Hast du auch irgendwas? Nein, okay. Holen wir uns einen Belebersamen? Ich glaube nicht. Wir haben, glaube ich, noch genug. Also wir haben einen Belebersamen, das dürfte reichen. Wir sind jetzt momentan nicht so am Arsch, was das angeht. Da passt das eigentlich. Da spare ich unser Geld lieber. Und jetzt würde ich sagen, Leute, das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Und wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein!